Welt. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich auf meinem Kanal und freue mich tierisch, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein Wanderpaket für euch und zwar das Needful Things Wanderpaket, was die liebe Anka von Ankas Geblubber mal ins Leben gerufen hat. Wer nochmal alles mit dabei ist, das seht ihr, wenn ihr in meine Videobeschreibung geht. Dort sind alle lieben Frauen einmal verlinkt. Und wenn noch nicht geschehen, geht doch gerne mal dort vorbei und hinterlasst ein bisschen Liebe. Wir haben YouTube-Kanäle dabei, aber auch Damen, die einen Insta-Kanal haben. Dort findet ihr dann die Posts zu dem Paket, was die Lieben sich so rausgenommen haben und wie sich das Paket eben so verändert. Ja, ich muss euch gleich vorab eine Sache gestehen. Es wird meine letzte Runde erstmal sein, denn ich habe im Moment wirklich zeitlichen Trouble mit YouTube und meinem Privatleben bzw. meinem Schulalltag. Deswegen habe ich mich ja bittererweise wirklich dazu entschlossen, dass ich ein bisschen kürzer treten muss bei dem ein oder anderen Projekt und leider läuft das Needful Things Paket auch darunter. Ich freue mich natürlich trotzdem wie Bolle immer wieder drauf und habe wirklich eigentlich zwei weinende Augen dabei, aber es nutzt halt nichts. Es bringt auch nichts, gerade bei den Wanderpaketen, wenn dann ein Paket erstmal ewig lange vielleicht bei mir Station macht, weil ich es nicht schaffe zu drehen. Noch dazu kommt bei mir, es gibt bei diesem Paket so ein paar Hauptkategorien, sage ich mal. Das wären einmal Düfteliges, also alles, was mit Duftkerzen und Co. zu tun hat. Und auch eine Hauptkategorie Bücher. Beauty, da bin ich immer fein raus, sage ich jetzt mal. Da habe ich natürlich immer ein riesiges Backup an Sachen, die ich wieder reintun kann. Aber bei den anderen beiden Kategorien, ja, hat sich es bei mir im Moment doch sehr, sehr aufgebraucht. Auch Duftkerzen habe ich sehr, sehr viele verbraucht und eigentlich im Moment kaum noch etwas da, was ich dann wieder in dieses Paket reintun würde. Ein, zwei Kerzen habe ich noch am Start, falls ich jetzt eine Kerze finde, weil ich das schon cool finde, wenn die Kategorien, die sich dann natürlich auch weiterhin halten, indem man eben, wenn man eine Kerze rausnimmt, vielleicht auch wieder eine Kerze oder ein Wachsmelt oder sowas in der Richtung halt für die Kategorie passend wieder reintut. Auch das ist für mich im Moment ein Grund, dass ich da aussteigen muss, möchte. Von möchte kann nicht die Rede sein, einfach ein Muss. Also ich hoffe, ihr genießt jetzt mit mir erstmal vorläufig die letzte Runde Needful Things. Also hier können natürlich auch andere Dinge drin sein, die man gut gebrauchen kann. Ich würde das Paket einfach als kleinen Mini-Flohmarkt betiteln und wir legen jetzt einfach mal los. Ich habe das Paket neben mir stehen. Es ist einmal geöffnet und mir sind schon Sachen rausgepurzelt, weil ich das Paket immer so ein bisschen schräg hier hinstelle. Aber so komme ich ganz gut daran, ohne ständig irgendwie vielleicht aus dem Bild zu verschwinden, weil ich hier unten irgendwie in dem Paket rumkrame. So. Mir ist entgegengefallen einmal dieses hier, Bamboo Pads, Kosmetik Pads zum Abschminken. Ja, da habe ich wirklich reichlich im Moment immer mal wieder meistens bei Action mir geholt, deswegen werden die auf jeden Fall weiter wandern. Dann ist mir noch entgegengepurzelt unser Heftchen. Da schreiben wir immer mal so nette Worte rein oder auch wenn man irgendwie Special Sachen reinlegt und dazu was schreiben möchte, sowas in der Art. Da werde ich natürlich dann nochmal meinen letzten Willi erstmal reinsetzen und nachher ganz in Ruhe dort was reinschreiben. Denn auch ich werde diesmal ein Produkt reinlegen, wo es einfach nur kleine Mini-Erklärung zu Bedarf. So, dann kommt mir hier diese Tüte, kam mir auch noch entgegengepurzelt. Schmutzschild. Kochen ohne Limit. Reishunger. Okay, es fühlt sich weich an. Es ist schwarz. Also mit Kitchen und so. Ich würde jetzt fast mal behaupten, könnte das eine Schürze sein. Ja, ich klappe das Ganze auf und ich sehe, es ist eine Schürze. Die kann ich nicht gebrauchen, deswegen wird die auch einfach weiter auf die Reise gehen.
dann nehme ich hier nochmal was runter, sonst stürzt mir das eh entgegen. Einen Rätselblock haben wir hier ab 10 Jahre, Hauschka Verlag. Das klingt sehr interessant, weil ich jetzt auch demnächst mein drittes Praktikum in meiner Ausbildung anfangen werde. Im Dezember ist es soweit. Und das wird ein Praktikum im Bereich Pädiatrie sein, also mit Kindern. Und vielleicht kann ich das ja gebrauchen. Also das könnte wirklich, das packe ich mal auf ein Vielleicht. Und hier haben wir noch, oh, das ist aber schwer, ein Buch. Cornelia Funke, Hinter verzauberten Fenstern, eine geheimnisvolle Adventsgeschichte. Ja, es geht ja bald wieder los. Advent, Advent und das könnte jetzt natürlich auch was super Tolles dann für die Kinder sein und auch später während meines Berufes, was vielleicht im Kinderbereich sein wird. Ganz tolle Illustrationen sind hier noch mit drin. Könnte ich natürlich sowas auch super gut gebrauchen. Deswegen kommt das auch mal auf den Vielleichtstapel. Dann kommt ein Tütchen. Was haben wir denn hier Schönes drin? Ein Täschchen. Ich und Täschchen. Wer mich kennt, der weiß, dass dieses Täschchen einfach auf den Vielleichtstapel wandern muss. Also da, ja, das ist auch Gottchen süß. Guckt mal, von innen sieht das so aus. Finde ich ganz, ganz niedlich. Das kommt auch mal auf den Vielleicht. Es geht schon gut los. Aber ich habe auch schon ganz, ganz viele Sachen rausgesucht, die dann eventuell in dieses Paket wieder wandern und den einen oder anderen vielleicht dann glücklich machen. So, die Doodles, die Doodles, ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen werden, die machen immer lustige Socken. So auch diese hier mit Herzchen drauf. Super, super süß, aber ich fürchte schon, ich muss immer gucken, wie stramm die sind, ja, und das fühlt sich sehr stramm an. Die haben zwar so ein breiteres Bündchen hier oben, aber wenn die so stramm sind, dann nee, kann ich die leider nicht nehmen, deswegen werden die weiter wandern. Floki leistet mir auch wieder Gesellschaft. Der schnuppert hier schon wieder ganz aufgeregt am Päckchen. Was ist das denn Tolles? Apfel-Zimt-Todeshauch. Nicola Förk. Nicola Förk. Krimi-Adventskalender. Oh, in so einem richtig schicken Döschen. Schaut mal. Das ist ja so eine Blechdose. Toll gestaltet. Und ach Gott, wie zuckersüß gemacht. Ihr habt dann hier so kleine Anhänger. Naja, so klein sind die eigentlich gar nicht. Und hier hinten steht dann etwas drauf. Davon werden wohl 24 Stück da drin sein. Okay, du wirst da nicht reinpassen. Hier zum Beispiel wäre die 24. Ja, und hier hinten stehen dann so kleine Krimis drauf. Eine süße Idee, aber ich werde sowas nicht verwenden. Deswegen geht das hier weiter auf die Reise. Was bist du denn? Das sieht ja auch interessant aus. Ich sehe so viele interessante Dinge. So ein Kistchen hier, super gut verpackt, wo kleine Glitzersteine drin sind. Und ach, ich glaube, ich weiß, was das ist. Schaut mal, so sieht das Ganze aus. Das könnte ja, hier unten ist auch so ein kleines Schälchen noch drin. Das wird für Diamond Painting sein, gehe ich mal von aus. Aber das mache ich nicht und deswegen bleibt das auch drin. Tolle Idee. Wirklich wieder Zucker, Zucker, süß. Oh ja, Zucker, Zucker, süße Sachen. Und ich bin wirklich traurig, dass ich nicht mehr dabei sein kann. Hier haben wir einen kleinen Wichtel in Lila. Da weiß ich ja schon, wem das gefallen könnte. Schaut mal, wie süß der ist. Aber ihr Lieben, und das werde ich auch heute noch tun. Ich habe so viel Weihnachtsdeko, die ich noch aus dem Keller holen muss. Und Lila passt da, glaube ich, farblich jetzt nicht so rein bei mir. Deswegen wird auch der Wichtel weiter auf die Reise gehen. Tolle Sachen, wirklich schon wieder tolle Sachen. So, nehme ich das mal ab. Good Mood. Das, ach Gottchen, wie süß. Guckt mal, so eine Schachtel hier. Mit so zwei Öhrchen.
Und wenn man die öffnen will, dann klappen sich die Öhrchen so auf. Wie süß ist das denn schon wieder? Was ist denn hier drin? Hunde? Knochen? Sind das auch Socken? Schaut mal, wie süß einfach diese Box ist. Hier unten steht was drauf. Doc Friends Gift Box. Ach ja, auch von der Sockenmarke. Ja, wie süß. Hundesocken, guckt euch das bitte mal an. Also da wird sich garantiert jemand finden, der die haben will. Denn auch das, nee, das ist mir leider zu stramm. Deswegen kommen die wieder rein. Aber ich weiß, die werden nicht lange in diesen zwei Stück sind hier drin in dem Paket bleiben. Denn wir haben natürlich nicht nur Katzenbesitzer mit dabei. Ich muss das erstmal richtig machen hier mit den Ohren, sondern auch Hundebesitzer. Also diese Socken werden garantiert einen Abnehmer finden. Ich muss das hier mal ein bisschen alles zusammenbauen, weil hier ist sehr viel drin. Da haben wir unser Tee und auch Cappuccino-Säckchen, sage ich mal. Da werde ich nachher in Ruhe mal durchschauen. Ich nehme mir gerne mal den einen oder anderen Tee raus zum Probieren. Finde ich das eine tolle Idee. Und packt dann da natürlich auch wieder was hinein. Kann man sich immer mal so ein bisschen durchprobieren und muss nicht gleich die ganze Packung kaufen. Ja, das ist ziemlich schwer. Oh, das sieht nach einer Kerze aus. Eine Kerze, ihr Lieben. Eine der Oha. Wow, die riecht aber toll. Von Glade Limited Edition Champagne Cheers. Champagner mit Weiß. Oh Gott, riecht die gut. Die ist aber lecker. Schaut mal, so sieht das Ganze aus. Also ich glaube, die muss ich behalten. Die riecht ja fantastisch. Den Pfirsich riecht man so richtig raus. Das wäre so für Frühling, Sommer so eine Kerze. Also die kommt auch mal auf ein vielleicht. Verpackungsmaterial packe ich mal da unten hin. So, was haben wir hier denn noch Schönes? Zwei kleine Dosen von My Müsli aus der Mickey and Friends Edition. Sensational 6 und Sensational 4. Also von My Müsli habe ich noch nie was gegessen und ich glaube, eine davon wird mal bei mir bleiben. Ich möchte eine Sorte gerne ausprobieren. Welche möchte ich denn? Bio-Müsli mit Schokoladenknusper-Müsli oder mit Blaubeeren, Erdbeeren, Banane? Zartbitterschoko. Nee, dann werde ich. Ich nehme gerne diese Sorte, weil bei dem anderen ist Zartbitter drin. Das mag ich nicht so gerne. Ja, 30 Gramm sind hier drin. Also das wird mal ausprobiert. Das kommt wieder rein. Es geht weiter mit Herrn Schubeck. Gewürze, erotischer. Exotischer oder erotischer? Nee, hier steht wirklich erotischer Curry. Ich liebe ja Curry, ne? Und erotischen Curry, der kann ja nicht schaden. Das habe ich noch nie gehört. Okay. Kurkuma ist hier drin, Paprika, Tomaten, Chili, Kardamom. Das klingt interessant. So sieht das Ganze aus. Also ist das ein Druckfehler oder nennt er das wirklich so? Warum ist denn der Curry erotisch? Würde ich ganz gerne mal wissen. Ich behalte den mal. Ich behalte den mal und mache den jetzt gleich mal auf, ihr Lieben. Ich will jetzt wissen, wie der riecht und überhaupt. Wow, guck mal, das ist noch mal so geschlossen mit einer Dose. Der war übrigens neu. Nicht mit einer Dose geschlossen, hier mit so einem Deckel noch mal. Oha, boah, ist das lecker. Gott, riecht der lecker. Naja, so sieht halt Curry aus, aber der ist richtig würzig. Bin der Meinung, ich rieche da ganz, ganz doll auch das Paprikapulver raus. Also das riecht fantastisch. Wow, erotischer Curry. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Ich muss mal die Sachen, die ich behalte. Also die behalte ich auf jeden Fall. Ne, die Kerze eigentlich auch. Ich zeige euch aber am Schluss nochmal, was auf jeden Fall bei mir bleibt, damit wir hier nicht den Überblick verlieren. Ne, Floki? Weiter geht's. Kategorie Bücher. Und zwar 7 Minuten nach Mitternacht, ein Roman von zwei Menschen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann.
den einen zumindest nicht. Der andere ist Patrick Ness oder Patrick Ness. Ja. Oh, das sieht düster aus. Oh, das sieht düster aus. Das könnte mich interessieren. Eieiei, das ist irgendwie mal was anderes. Schaut mal. Da werde ich mir mal den Rückentext nachher in Ruhe durchlesen. Das kommt mal auf ein Vielleicht. Oh, vorne das Cover. Habe ich euch das Cover gezeigt? Ich bin schon wieder ganz aufgeregt. Also auch das Cover klingt für mich oder sieht für mich sehr vielversprechend aus. Ich bin ja bekannte Thriller, Horror, alles Fan. Das ist jetzt ein Roman, aber die Bilder lassen doch einiges, ich muss das hier mal wegschmeißen, vermuten, dass mich das interessieren könnte. So, womit mache ich weiter? Hier an der Seite liegt noch was. Auch alles super gut eingepackt. Kugelschreiber. Die kommen mir wie gerufen, denn ich saß vor 2 Tagen in der Schule und meine Kugelschreiber gehen dem Ende entgegen. Ich habe 2 wegschmeißen müssen, weil beide gleichzeitig irgendwie leer geworden sind. Deswegen kommt mir das hier wie gerufen. Welche nehme ich denn? Die sind toll, die sind so ein bisschen dicker. Und ich habe mich für diese beiden hier entschieden. Da sind verschiedene drin. Und ich werde auf jeden Fall diese beiden hier rausnehmen. Die kann ich super gut gebrauchen. Brauche ich nicht mehr einkaufen gehen. Juhu. Die anderen zeige ich jetzt nicht, damit die anderen dann, wenn sie jetzt mein Video gucken, noch eine Überraschung haben, wie die anderen Stifte noch gemustert sind. Und die werden bestimmt auch alle, kann ich mir gut vorstellen. So, ziehe ich das mal raus hier. Was bist du denn? Das sieht sehr weihnachtlich aus. Ich weiß nicht, was es ist, aber es gefällt mir optisch nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Deswegen bleibt das einfach so, wie es ist drin. Oh, ich muss aufpassen, dass wir hier, Floki, du bist auch schon wieder. Jetzt haben wir nochmal was super Gutes eingepacktes und ich ziehe eine Palette raus. Ja, Midnight Night by Beauty Bay. So sieht das Ganze einmal aus. Oha, wir haben einen Spiegel drin. Und Farben, ihr Lieben, die mich natürlich total ansprechen. Also dieses Blau ist ja wohl auch der Knaller, ne? Und ein Schwarz haben wir sogar drin. Glitzert das? Nein, ein mattes Schwarz, was ich super gut finde. Also die Palette kommt... Flucki, du sitzt sowas von ungünstig. Mal auf den Vielleichtstab. Ich als Beauty kann da natürlich nicht widerstehen. So, ich habe auch so ein paar Paletten ja aussortiert in meinen Declutter-Videos. Wer da mal Bock hat, reinzuschalten, deswegen habe ich da auch würdigen Ersatz. Ich habe noch mal ein Buch rausgezogen. Ewig und Eins, auch ein Roman. So sieht das Ganze aus. Aber da weiß ich schon, ein Roman fürs Herz, das ist nichts für die Mieze. Das bleibt drin. Hört sich auch an, ne? Die Mieze will nur Mord und Totschlag. Das nächste Tütchen, ihr Lieben. So, Flogi, du musst leider gleich vom Tisch, weil das ist ganz weich, ich hier Platz brauche. Oh, Wolle. 100% Alpaka-Wolle ist hier drin. Ich glaube, 2-mal. Ja, 2-mal in der gleichen Farbe. Und damit kann ich auch nichts anfangen, deswegen bleibt das drin. Ich weiß gar nicht, wo ich hier weitermachen soll. Ich ziehe das mal raus. Aber das ist eine gute Idee. Ja, geht. Eine Zeitschrift habe ich hier. Flow. Glück heißt, dass ich bei mir bin. Das Magazin für persönliche Entwicklung, Kreativität und mehr Ruhe. Oh, das klingt aber toll. Schaut mal. So sieht einmal das Cover aus. Das finde ich auch klasse, dass man hier mal so Magazine rein macht, wenn man die mal gelesen hat. Meistens liest man doch sowas nur einmal, ne? Und dann ist das immer wie neu. Und warum sollte man das dann nicht weitergeben? Ja, ich glaube, da werde ich nachher, obwohl, lese ich sowas. Nee, ich lasse das mal. Nee, Flogi, das geht jetzt nicht. Du musst jetzt doch hier runter.
Ich glaube, nee, ich lasse das drin. Sowas lese ich nicht. Aber es ist eine tolle, tolle, schöne Idee. Und früher hatte ich das mal mit meiner Nachbarin. Da haben wir dann immer, wir haben so richtige Klatschblätter gelesen. Und dann haben wir der Nachbarin, hat eine der anderen das immer vor die Tür gelegt, wenn sie fertig war mit dem Lesen, damit die andere das auch nochmal lesen konnte. Und so hat sich dann irgendwann das ganze Haus bedient. Hier haben wir eine Box. Übrigens wollte ich noch mal erwähnen, dieses Paket wiegt 8,8 Kilo. Also, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Es wird noch ein Weilchen dauern. Und wir stöbern jetzt mal zusammen in der Kiste. Hier habe ich etwas für Lisa. Das packe ich natürlich nicht an. Dann, was ist das? Silikonbackform. Merry Christmas. Okay. Naja, backen tue ich jetzt auch nicht so wirklich, ne? Nee, also ich glaube, die bleiben drin. Das sind so kleine Tannenbäume in so einem Säckchen nochmal verpackt. Die bleiben drin. Dann haben wir hier zuckersüße Serviettenringe. Die kann ich auch nicht gebrauchen. Es geht weiter von My Little Box Schnürsenkel. Die dürfen auch weitergehen. Dann auch von My Little Box ein kleines Portemonnaie. Das darf auch drin bleiben. Oha, jetzt kommt etwas. Floki, jetzt kommt etwas für dich. Da suchen wir uns was Schönes aus. Von Felix haben wir hier Katzensnackies. Unerhört lecker. Einmal mit Lachs- und Forellengeschmack und einmal Truthahn- und Schinkengeschmack. Schaut mal. Wie süß ist das denn? Ich habe auch schon was beiseite gepackt. Für die Katzenbesitzer wird auch was ins Paket wandern. So, jetzt ist Floki wieder weg. Was wollen wir denn? Wie sind die denn? Die sind zum Glück, ja, die sind sehr fest, aber zum Glück relativ klein. Ich gucke mal weiter. Hier ist nämlich noch mehr drin für die Katzen. Und zwar nochmal so Katzensticks. Was ist das für eine Sorte? Das sieht nach Hühnchen aus. Schaut mal, so eine Katzensticks, die mögen sie auch immer super, super gerne. Vielleicht behalte ich eher die. Und dann haben wir hier noch was. Nochmal so ein Katzen Feuchtfutter, so ein kleines Tütchen. Ich finde das cool, dann kann man das mal ausprobieren. Und wenn die Katzen darauf abfahren, dann kann man ja vielleicht mehr davon kaufen. Wie viel sind hier drin? 200? Nicht ganz bestimmt, ne? 85 Gramm nur, ja. Ich glaube, ich behalte die Katzensticks. Ich behalte die Katzensticks. Alles andere kommt wieder rein, denn wir haben ja noch mehr Katzenbesitzer in der Runde. Dann haben wir hier Happy Brush einmal Kaugummis. Die hatte ich auch gehabt, die haben mir nicht so gut geschmeckt, deswegen bleiben die drin. Ein Washi-Tape, das bleibt auch drin. Einen, ach hier, mit so einem Dingern zum Rein- und Rausdrücken. So ein Dix-Stifter, ihr wisst schon, was ich meine. Und unsere Lesezeichen- und Postkartentüte, Umschlag, wie auch immer. Ist hier denn überhaupt noch was drin? Ja. Oh boy, ein Lesezeichen und nochmal so ein Teil, was man auch nochmal so um die Buchseite, so ein Magnet klappen kann, damit man weiß, wo man war. Das kommt aber auch wieder beides rein. Das wird auch von mir nochmal ein bisschen aufgefüllt werden. So, packe ich das mal nach oben, damit ich nicht vergesse, die Sachen dann da rein zu tun. So. Es geht weiter. Was ist das denn hier? Ich habe hier drei so eine weichen Dinger rausgezogen. Für immer und Efi, der Liebesroman. Für die Wanne. Wie cool ist das denn? Gelesen in 2x15 Minuten und absolut wasserfest. Was ist das bitte für eine coole Sache? Also davon habe ich ja wohl noch nie was gehört oder gesehen. Das Wannenbuch für Erwachsene. Ist ja der Knaller. Ja, da kann nichts passieren, wenn das nass wird oder ins Wasser plumpst.
Also das ist ja wohl eine coole Sache. Für immer und Adam haben wir dann noch. Und ewig jagt der Hai, ein Thriller für die Wanne. Wie cool ist das denn? Ich glaube, das muss ich behalten. Ich packe das mal auf ein Vielleicht. Was es alles gibt, was die Menschen sich so ausdenken. So, weiter geht's, ihr Lieben, mit diesem Säckchen. Und hier kommen die Beauties auf ihre Kosten. Von NYX habe ich hier einen Blush in der Hand, wo ich das Packaging super süß finde. Schaut mal, hier vorne ist so eine kleine Schleife dran. Ja, hat auch eine ganz nette Farbe. Allerdings bin ich ja im Moment so ein bisschen, muss ich gestehen, übersättigt von manch einem Produkt. Deswegen wird der mal weitergehen. Actually Gorgeous haben wir hier eine Lidschattenpalette. Ja, eine Lidschattenpalette. So sieht das Ganze einmal von außen aus. Super schön, ne? Ganz tolle Gestaltung mit diesen Sternchen überall. Oha. Das ist ja süß. Wir haben einen Spiegel und diese Töne hier. Und wie ihr seht, ist das ganz schön glitzerig. Leider, wie es aussieht, auch relativ grob. Ich habe ja immer so ein bisschen Schiss vor grobem Glitzer, aber die Aufmachung, das Packaging catcht mich jetzt schon wieder total, ne? Ich packe die mal auf ein Vielleicht. Ja, dann haben wir hier eine Lippenmaske, die bleibt auf jeden Fall drin. Was sie sich dabei gedacht haben. Mäuschen, das geht nicht. So, dann geht es weiter mit einer Maske. Die bleibt auch drin. Nein, Floki, nein. Nein. Die bleibt auch drin. Oh, eine weiße Sonnenblume ist noch übrig geblieben. Die bleibt aber auch drin. Da hatten wir beim letzten Mal ein paar mehr von drin. Da habe ich auch eine mir rausgenommen. Ach, mir fällt gerade ein, ich muss ja auf Produkte achten, die ich reingetan habe, auf die Markierung. Aber bis jetzt war noch nichts dabei, was ich damals reingelegt habe, weil die Sachen nehmen wir dann natürlich wieder raus. Cheek Lover, das ist von Catrice, mein absoluter Favorite Blush. Also wer da Bock drauf hat, ihr lieben Mädels, nehmt euch den raus. Der ist, ich habe den heute sogar auch drauf, aber dieses Licht hier schluckt wieder so viel. Das ist ein ganz toller Blush. Wie kann man sich davon trennen? Freiwillig. Pur 97 haben wir hier eine Hitzeschutz-Styling-Lotion. Ja, sowas brauche ich meinen Haaren nicht antun. Die können sowas gar nicht ab. Von Vichy haben wir hier Normaderm. Ein Gel für die Haut. Das bleibt auch drin. Dann von Max & More der Wow Action-Marke hier ein Lippenstift. Das ist eine tolle Farbe auf jeden Fall, aber der bleibt auch drin. Und ein Nagellack von M. Asam in diesem Ton. Der darf auch weiter auf die Reise gehen. Und hier packen wir noch mal von Essence einen Highlighter aus. Ja, der darf auch jemand anderen glücklich machen. So, jetzt widmen wir uns doch mal diesem schönen Täschchen. Das sieht nach Langhaarmädchen aus, jawohl. Pflegefluid, ein Liquid Wonder.
mit Mandelblütenextrakt und so weiter und so fort. Pflege in 9 Sekunden, auch das geht weiter. Ich finde das Packaging von Langhaarmädchen immer so wundervoll. Das wird garantiert auch nicht zum Besitzer wieder zurückkehren, gehe ich mal von aus. Da wird es sicherlich die ein oder andere sehr interessierte Dame geben. Hier haben wir von Dresdner Essenz ein Badeschaum, wärmend und entspannend. Duftprobe riechen, das funktioniert nie, oder? Nee. Das bleibt aber auch drin, das Badeschäumchen. Gnocchi, ein Conditioner. Das klingt irgendwie interessant. Ich probiere ja immer wieder gerne neue Sachen für meine Haare aus. Das kommt mal auf den Vielleichtstapel. Ach, da habe ich mir doch schon mal. Von Sensi haben wir hier ein Duschgel, Jammy Time. Mit Fräsien, Lavendel und Wickeduft. Das klingt aber auch interessant. Das kommt auf den Vielleichtstapel, obwohl ich so viele Duschgele habe. Aber das klingt wirklich mega interessant. Also wenn, dann wird das... Oha, was ist das denn? Das ist ja mega schwer hier. Auf jeden Fall mindestens 2 Duschgele wieder reinwandern. Oh, wie es aussieht, ein Parfüm. Wonderleaf. 50 ml, ja, ein Parfüm. Na, das, da muss ich gleich mal dran riechen. Das finde ich eine super, super süße Idee. Auch ein tolles, niedliches Packaging, ne? Mal gucken. Also kann ich jetzt nichts riechen. Ich mache mal einen ganz kleinen Sprühstoß auf meine Haut, weil ich natürlich nicht die Katze im Sack kaufen kann. Gerade bei Parfüm kann es sein, dass ich da manchmal nicht so gut reagiere auf die Düfte, und dann wäre es schade, wenn ich da was rausnehme und dann auf einmal merke ich, oh Gott, ich vertrage das gar nicht. Ja, das packe ich mal um vielleicht. Das riecht mal nicht so schlecht, schön frisch. Und hier haben wir ein Überraschungsei drin, wo auch wirklich eine Überraschungseifüllung drin ist. Guck mal. Witzige Idee. So, die kommt auch wieder rein. Das kommt auch wieder rein. Und das erstmal auch. So, ich habe noch ein paar Bücher für euch. Vielleicht für mich. 100 Namen, ein Roman von Cecilia Ahern. Tolles Cover. Wunderschönes Cover, ne? Also manchmal möchte ich Bücher nur behalten, weil sie so schön aussehen. Aber auch das ist nicht mein Genre, deswegen bleibt das auf jeden Fall drin. Dann geht es weiter, auch mit einem Roman, Lieblingsmomente von Adriana. Ja, bevor ich hier was Falsches ausspreche, lasse ich es lieber gleich. So sieht das Ganze einmal aus. Das wird auch drin bleiben. Und noch ein dickes, fettes Buch. Ja, ist kein Wunder, dass dieses Paket so viel wiegt. Oh mein Gott. Alter Schwede. Skyt, die Hüter des Todes. Wow. Wie immer das ausgesprochen wird. Guckt euch das mal an. Es ist ein riesen dickes Buch. Unsterblichkeit, Wohlstand, unendliches Wissen. All das haben die Menschen in der Zukunft erreicht. Doch auch in einer perfekten Welt müssen Menschen sterben. Bist du bereit zu entscheiden, wer leben darf und wer gehen muss? Bist du bereit zu töten? Wow. Also das klingt ja wohl mal interessant. Aber, ihr Lieben, es ist zwar relativ groß geschrieben, aber ich glaube, das ist der Mieze einfach viel zu dick. Bis ich so ein Buch durch hätte, bräuchte ich, glaube ich, Jahre, aber es klingt unglaublich interessant. Also absolut, kann ich nicht anders sagen. Super spannend. Aber das bleibt auch drin. Also das Gewicht wird sich nicht so arg verändern. Und
wir haben natürlich noch etwas. Wir sind noch nicht am Ende. Ich hoffe, ihr seid noch immer dabei. Hier haben wir jetzt die Wachs-Melt-Kiste. Und das Parfüm bleibt drin. Das entwickelt sich zu einem Duft, der mir leider nicht zusagt. Ich packe das gleich mal wieder hier rein. So, dann haben wir das schon mal. Mystery Mix von Wohlfühlmomente. Eine kleine gratis Duftwachs-Schnupperprobe für dich, so ein kleines Bärchen hier. Und jetzt schnuppern wir uns doch mal durch, ob es wieder nach frisch geduschten Männern riecht oder nach Babypups und... Oh nee, da merke ich schon, ich mache das auf und... Nee, oder? Nee. Oh nee, das ist nicht meins. Der bleibt drin. Bärchen bleibt drin. Von Goose Creek, Vanilla Snow Angels. Vanilla geht ja eigentlich immer, ne? Ja, natürlich spicy ohne Ende. Aber ich habe im Moment gemerkt, dass mir das doch gar nicht unbedingt nicht gefällt. Nicht unbedingt nicht gefällt. Irgendwas war da gerade verkehrt. Ich dachte immer, Spicy-Düfte sind nicht so meins, aber im Moment stehe ich da irgendwie drauf. Ja, ist halt Vanille. Mal gucken, was hier noch kommt. Wir haben hier noch so kleine Pöttchen von, das kann ich nicht lesen, meine kleine Duftwelt, Sunny Banana Kiss. Banane. Bin mal gespannt. Nee, ich rieche da kaum Banane raus. Also irgendwie riecht das sehr etwas eher strenger und gar nicht so süß, wie ich jetzt erwartet hätte. Also das bleibt drin. Dann haben wir hier noch so ein Pöttchen Mango und Coconut Milk. Oh, das ist interessant. Wow. Das finde ich sehr interessant. Das kommt mal auf ein Vielleicht, das kleine Mäuschen hier. Dann haben wir nochmal von Wohlfühlmomente. Gut, da kann man jetzt Vanilla Bean, Herbstlaub Vanilla Bean. Da kann man jetzt nicht dran riechen, weil das leider noch niegelnagelneu und zu ist. Darf ich das öffnen? Weil ich kann leider so... Und man kann es ja wieder verschließen, ne? Aber... Herbstlaub, Vanilla Bean. Nee, ich lasse das mal drin. Ich glaube, das würde mir eh nicht gefallen. Es geht weiter mit Sensi Bring Back My Bar. Oh, das ist noch komplett voll. Nee, das ist... Manchmal kommt das ja erst ein bisschen... Ich glaube nicht. Yankee Candle Sugared Blossom. Da rieche ich irgendwie, da riecht meine Nase fast gar nichts. Oh Gott, eine kleine Tafel Schokolade, Spicy Winter Chocolate. Guck mal, wie süß. Das mag man ja gar nicht schmelzen, weil das so süß aussieht, ne? Nochmal dran. Oha. Ui. Hallali. Oh, das ist aber ordentlich. Also das ist wirklich... Boah, von wo bist du? Ist das intensiv. Meine kleine Duftwelt. Ist das intensiv, aber total interessant. Wie gesagt, im Moment bin ich ja spicy unterwegs. Aber das ist... Das ist eine interessante Mischung. Also, ich werde das mal auf ein Vielleicht packen. Brauche ich jetzt hier Kaffeepulver oder so, um meine Nase zu neutralisieren. Oh, Erdbeerlimette Basilikum, Sojaduftwachs. Das klingt ja auch interessant. Das schauen wir doch mal. Ja, wow. Das ist wirklich interessant. Das ist echt interessant. Das ist so ein Duft, wo man so überlegt, finde ich den jetzt geil oder scheiße?
Nee, aber ich glaube, ich finde Zweiteres. Also das ist, dass man riecht richtig Basilikum und so raus. Wahnsinn. Also, nee, der bleibt drin. Und dann haben wir hier Cheerful Candle, nochmal Autumn Orchards oder so, wie das ausgesprochen wird. Also was Herbstliches. Einer wurde davon ausprobiert und anscheinend nicht für gut empfunden. Für diejenige. Ja. Puh, das ist auch ordentlich. Also, nee. Nee, nee, ihr Lieben. Das lasse ich mal sein. Das lasse ich mal sein. Das kommt hier alles wieder hinein. Das Bärchen wollte ich auch nicht. Dann werde ich mich für diese beiden kleinen, ja, süßen Cherry. Oh, das riecht lecker. Mango, Coconut und diese kleine Spicy Schokolade. Die beiden werde ich behalten. Ja, so. Jetzt gucke ich noch mal den vielleicht Stapel durch und dann sehen wir uns gleich wieder mit den Sachen, die ich auf jeden Fall behalten werde. So, meine Zuckerschnuten, ich zeige euch jetzt, was ich aus diesem Paket und in meiner letzten Runde behalten werde. Einmal habe ich mir dieses Müsli rausgenommen, dann mal den exotischen, nee, ich will immer exotisch, aber hier steht wirklich erotischer Curry. Die beiden Kugelschreiber. Diese fantastisch duftende Kerze, dann diese beiden kleinen Wachsmerz, dann werde ich diese Palette hier behalten. Und bei den Tees habe ich mir auch noch was rausgesucht, diese drei hier und einmal den Chai Latte Kokosmandel. Dann muss ich diese kleine süße Tasche, warum auch immer, behalten und die Katzenleckerlis. Freue ich mich sehr drüber und die Katzen bestimmt auch. Und den Rätselblock für die lieben Kinder in meinem Praktikum. Und ich habe mich dazu entschieden, dieses Buch zu behalten. Ja, ich freue mich ganz, ganz dolle über diese tollen Schätze. Werde jetzt alles wieder super gut verpacken. Meine Sachen als Austausch für die Sachen reintun. Und ich hoffe, dass ihr euch an den Dingen erfreut. Und ich freue mich total, dass ich dabei gewesen sein durfte. Es war eine tolle, tolle Zeit. Ihr seid super tolle Frauen. Ihr habt mir die Joker-Runde ermöglicht. Vielen, vielen Dank dafür nochmal, wo ich ja schon das erste Mal so ein bisschen mit Aussteigegedanken beschäftigt war. Da habt ihr mich nochmal mitgezogen sozusagen. Und wie gesagt, also wer weiß, wie die Zeit sich entscheidet. Vielleicht darf ich irgendwann nochmal wieder dazu steigen, wenn ihr noch dabei seid, was ich glaube. Also ich glaube, dieses Paket wird 500 Jahre noch wandern. Und wie gesagt, ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Schaut gerne bei den anderen vorbei. Dort werdet ihr sehen, wie sich das Paket entwickelt. Und ich sage einfach, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder bei mir reinschaltet. Somit wünsche ich euch noch eine ganz, ganz tolle Zeit. Bleibt gesund oder werdet gesund. In dem Sinne, bis hoffentlich bald im nächsten Video. Eure Mietze.